Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Einige von euch sind bestimmt am aktuellen Event dran oder sind damit vermutlich auch schon fertig. Auch ich bin das Event natürlich angegangen und mache mich in diesem Raid das erste Mal auf die Suche nach den ominösen USB-Sticks. Ich habe hier die Map Customs gewählt, weil ich einfach nicht solo dahin gehen wollte, wo aktuell die meisten wohl versuchen, die USB-Sticks zu finden, wie Streets oder Interchange. Ob das aber so eine gute Wahl war und wie der Raid lief, seht ihr am besten selbst. Wundert euch aber nicht, dass am Anfang die Facecam fehlt, diese hatte ich vergessen anzuschalten, hab den Mangel aber noch abgestellt. Damit war's das aber auch erstmal wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, wir haben Topspawn, ich will Topspawn nicht. Ich will eigentlich nach da hinten. So, wir warten mal kurz. Wir warten mal kurz, ob von hinten einer für Topspawn kommt. Ich brauche Topspawn nicht. Ich möchte nämlich nicht in Dorms rein gerade. Weil ich muss ja diese komischen Items holen. Oder liege ich da falsch? Und das bringt mir nichts, wenn ich da jetzt gleich am Anfang drauf gehe. Deswegen wollte ich eigentlich meinen Loot Circle machen, hinten. Man muss die Spawns nur kennen, wo sie hinwollen. Da war's wieder. Habe ich mir schon gedacht. Deswegen, jetzt denen in die Arme zu laufen, wäre halt einfach falsch gewesen. Lol. Das waren drei Spieler. So, wird wahrscheinlich wegkommen, aber was willst du machen? PS. Brauche ich nicht. Jo. Den haben wir auch. Ich habe drei Spieler hier umgebracht, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Die sind pisst, wahrscheinlich, ja. So, wir rennen jetzt mal außen weiter. Dario, moin Ellas. Heute so früh on und ohne Facecam. Oh mein Gott, Leute. Ja, keine Facecam, wa? Wo ist meine Facecam hin? Oh, Mensch. Ich habe ja für den Guide letztens Videoaufnahme gebraucht, das mache ich ja ohne Cam. Und habe vergessen, das wieder anzustellen. So. Auf jeden Fall, Dario, hoffe ich, dass der Stim-Guide dir weitergeholfen hat. Du hast ihn dir ja gewünscht. Ja. Gastiger Hobbit ist doch gut, ich weiß es doch, ich bin blöd. So, das einzige Problem, was wir jetzt haben, wir sind heavy overweight. Also, das ist gerade echt ein bisschen blöd. Was sind denn hier drin? Fünferplatten? Vierer nur. Nur Viererplatten, oh Alter. Das kann ja gar nichts werden hier. Was wiegt das Ding an sich? 13 Kilo. Aber das ist ja nur Vierer-Scheiß, ne? Dann bringt mir die ganze Weste nichts. Ist auch alles nur Dreier, Vierer, Zweier, ach komm. Zweier, fick es. Also, da kannst du vergessen. Da nehme ich die kleinen Platten mit. Völlig umsonst hierher gelatscht. Stimmt. Bin jetzt aus der Arbeit zurück und schau gleich rein. Kuss auf deine linke dritte Rippe dafür verabschieden. Kein Problem. Gerne, gerne. Ich hoffe, es hilft weiter. Und ein Mann, ein Wort. Wenn ich dir sage, ich mache das, dann mache ich das auch. Beziehungsweise, wenn ihr fragt, ne? Also, du warst jetzt nicht der Einzige bei der Abstimmung. Vor ein paar Monaten wolltet ihr das auch schon haben. Aber da wolltet ihr andere Sachen lieber, wie zum Beispiel Skills und so weiter. Deswegen ist das jetzt mit als letztes gekommen. Ich denke, als nächstes wird irgendwie dann der Hideout-Kram kommen. Was so ein bisschen Hideout-Management angeht. Aber ich muss dazu sagen, es ist sonst sehr ruhig gerade. Auto wurde anscheinend nicht genommen.
Die Videos sind immer top, die Musik ist auch echt angenehm. Das freut mich. Das freut mich riesig, wenn es gut ankommt, Leute. Für euch mache ich das ja. Moin, Mikro verkapselt. Elas. Schön, dass du da bist. Und ein Welcome an dich. Welcome. Das brauchen wir nicht. Ja, es ist sonst gerade sehr ruhig hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wir machen mal das Magazin leer. Ja, geht gut, Mikro. An sich ist alles gut. Ich habe bloß mein mittlerer Onkel vom linken Fuß ist gebrochen. Und ich bin meine Schiene immer noch nicht los. Also, das abgesehen geht's mir eigentlich gut. Aber, was sagt man so schön, mein Körper hat aktuell anscheinend das Bedürfnis, Quälereien zu machen. Da Heck, was da passiert? Du, das ist genau das Ding. Man weiß es nicht. Ich weiß es selber nicht. Ich weiß bloß, dass ich auch immer Schmerzen hatte. Im Handgelenk und dann haben sie allen möglichen MRT-Kram gemacht und haben festgestellt, da ist eine riesen Entzündung drin im kompletten Handwurzelbereich. Und ja, dann heißt es erstmal, ja, gucken, Tabletten nehmen, die gehen davon aus, dass ich mir irgendwann was getan habe, hingefallen bin. Ich kann mich aber nicht erinnern. Das Ding ist bloß, dadurch, dass ich mit den Schmerzen schon eine Weile rumgerannt bin, kann sein, dass das wohl chronisch ist und das deswegen noch da ist, keine Ahnung. Und deswegen kämpfe ich da jetzt immer noch mit. Kann man den Fuß nicht umtauschen? Ja, das wäre cool, so Plug and Play wäre geil. Als ich deine ersten Streams gesehen habe, habe ich Hellas immer falsch verstanden und Hey Lars verstanden. Hey Lars! Wie spielt sich Tarkov? Ich habe schon länger nicht mehr. Gut. Dadurch, dass Inertia ein bisschen runtergeregelt wurde und so weiter, ist das Movement angenehmer. Ja. Und von daher, also, Ladezeiten sind immer noch die gleichen, so ungefähr, aber an sich, ich finde, es spielt sich jetzt aktuell ziemlich gut. Kann nicht meckern, würde ich sagen. Ich spiele aktuell Arena Breakout, da habe ich auch schon gespielt. Ist mir aber zu langweilig. Das ist mir tatsächlich zu langweilig. Das Doofe ist, anderer Fokus, ich finde das Tarkov PUBG ganz gut, okay? Jo, Mensch, klar. Ne, ich sag ja auch, es ist casual, man kann es mal eben spielen und man hat dann auch bestimmt Spaß. Aber langfristig gesehen bietet mir das Ding nicht genug. Also das ist dann für mich eher wie so ein Call of Duty Ableger. Das spiele ich halt eine Weile und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr, weil ja, man hat alles gesehen, so ungefähr, ne? Tarkov hat einen anderen Spiele versaut? Meinst du echt? Tarkov hat einem andere Spiele versaut?
Naja, ist das nicht immer so, wenn du irgendwas Gutes hast, bis da erstmal wieder was Gutes nachkommt? Ist natürlich die Frage. Also schleppe ich jetzt dieses scheiß Filterding mit mir mit? Bin wahrscheinlich... Ne, vergiss es allein. Dario freut mich. Genau das sollte es auch sein. Kurz und knapp Reno, weil ich selbst nicht leiden kann, wenn halt 5 Milliarden Jahre rumgequatscht wird, bis ich an die Infos komme, die ich brauche. Klar, Tarkov ist intens. Ja. Also ich glaube, hier war keiner, Alter. Oder hat er die Tür wieder zugemacht? Ist ja null Loot. Aber noch ein Spieler, glaube ich. Wollte ich doch mal meinen, ich habe was gehört, ne? Noch einer weniger. Um den wir uns Sorgen machen müssen. Abby ist way more usual. Ja, klar. Casual meinst du, ja. Kann ja auch konkurrieren. Konkurrenz ist ja auch nicht schlecht. Da sage ich auch gar nichts gegen. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn kopiert wird und am Ende nicht mal dazu steht, dass Sachen kopiert wurden. Vielleicht nicht 1:1, aber Grundgerüst genommen und trotzdem, weißt du, das... Nee. Oh, nee. Das mag ich bloß halt nicht, ne? Und es sind halt ein paar Sachen dabei, keine Ahnung, dann kann man auch einfach entweder dazu stehen oder dem... Ich sag mal so, jemand, der es schon gut gemacht hat, von dem man abkupfert, den kann man das auch eingestehen und sagen, hier, pass mal auf, das war deine Arbeit. Keine Ahnung, also... Und dann sich rumstreiten zu müssen wegen geistigem Eigentum, ganz ehrlich, das... Wo leben wir denn, weißt du? Wie oft ich aus diesem Fenster geschaut habe und nie was zu sehen. Ja. Aber der hatte, glaube ich, entweder das Scav-Kill-Quest oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß nicht, ob er Mate hatte. Das ist jetzt, wäre jetzt rein theoretisch nochmal das Interessante. Aber ich glaube, er war alleine und hat gegen die Scavs gekämpft. Was trinken wir denn? Müssen die ja nicht sehen, was? Müssen die ja nicht stehen, weil, was wollen die Russen gegen die Chinesen machen? Ja, gut, okay. War das genug? Ja. Okay, mein Plan hier auf Customs geht auf jeden Fall nicht so auf, wie ich mir das gewünscht habe. Ich dachte eigentlich, ich finde vielleicht ein paar mehr von den Dingern, aber... Ha, oh!
Eine GPU? Hast du nochmal Arena ausprobiert? Nochmal? Was meinst du damit nochmal? Also ich hab's jetzt schon ein paar Mal gespielt, ja. Offstream allerdings. Ich stream das jetzt nicht, weil da habe ich in Ruhe halt geguckt, wie es für mich ist. Streamer-Loot. Das ist das erste Mal seit Monaten, dass ich an dieser Position eine GPU finde. Mal ganz ehrlich. Okay, in Jacken und Taschen können die überall drin sein, aber das Glück haben wir heute anscheinend nicht. Ich glaube, den Typen brauchen wir uns nicht angucken gehen mit seiner Balaklava. Ich glaube nicht, dass der so den krassesten Shit anhatte. Abi ist erstens noch total early, des Weiteren muss man erstmal schauen, ob und wie die Chinesen verkacken. Ja, genau, richtig. Zum Beispiel. Naja, und so early ist das Spiel aber nicht, weil es ist ja irgendwo auch ein bisschen mit auf dem Mobile-Game, ne? Es ist jetzt nicht so, dass die Entwicklung gerade erst rausgehauen wurde. Also, ne? So wie ich das mitgekriegt habe, sind ja auch einige Elemente von dem Mobile Game wohl auch mit reingekommen. Ne, da habe ich reingeguckt. So, das Ding ist, ich bin ein bisschen enttäuscht gerade. Weil ich eigentlich gehofft hätte, hier bei den ganzen Spots ein bisschen was zu finden. Ist aber nicht. Aber ich finde es jetzt nicht so krass, also keine Ahnung. Jetzt gerade mitten im Wipe ist es auch nicht so, dass, glaube ich, da die Leute mit Pistol reingehen und sich alles in den Gamma stecken und dann wieder rausrennen. Weißt du, was ich meine? Von daher, Preise droppen schon ein bisschen. Ja, na gut, für, ich sag mal so, für den Spieler, die die Kohle nicht haben, ist es ja auch ganz angenehm. Also, mich stört es jetzt gerade noch nicht aktuell. Ich meine, wer beschwert sich jetzt? Die Reichen, die nicht noch reicher werden, oder? How is it? How is it? Ich hab kein Glück. Und ich muss noch ganz ans andere Ende der Karte. Eine RD? Nee. Ich hab nicht genug BP-Moon, um die zu spielen. Oh. Schön AE. Die weg. Lass den an. Ja gut, dann machen wir uns mal auf den Weg rüber, würde ich sagen. Oder?
Vergiss es, Alter. Sag mal, die haben doch irgendwie die Wiesen verändert. Haben die? Dogmaster. Danke dir vielmals für deinen Raid. Und herzlich willkommen an alle. Setzt euch nieder. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Stream, Dogmaster. Wie lief's? Und ich hoffe natürlich, euch geht's gut. Ist gut durch die Woche gestartet und habt einen schönen Feierabend. Falls ihr arbeiten wart und falls nicht, umso besser. Und wie läuft vor allen Dingen die Quest für dich? Ich fange ja gerade erst an und ich habe noch nicht einen USB-Stick gefunden. Deine Frisur heute wieder atemberaubend kleiner als drei. Ja, danke dir. Dogmaster, in meine Frisur hast du dich verliebt, oder? Ich muss aber tatsächlich sagen, die ist vergleichsweise lang. Ja, morgen wird sie wieder geschnitten, da kommt wieder der eigene Barbier. Und dann mache ich das. Von daher alles schick. Ja, meine Freunde. Für die von Dogmaster, die mich nicht kennen, ich bin Sergeant Gunshot. Ihr könnt ihr Content erwarten, aber kein E-Sport-Gameplay. Das definitiv nicht. Hier kommt auf jeden Fall Spannung, Spaß und Freude auf. Und nein, ich gehöre nicht zu Kinderschokolade. Also von daher, wir können hier eine coole Zeit haben. Und wenn ihr Fragen habt oder sonst wie quatschen wollt, gerne in den Chat. Bin ich immer gerne für zu haben. Und vor allen Dingen dumme Momente passieren hier ganz oft. Also der Raid jetzt zum Beispiel läuft für mich echt gut. 4 Spieler gekillt. Also eigentlich allein auf der Map. Suche hier meine USB-Sticks. Habe allerdings noch nicht einen gefunden. Ja. Und bei meinem Glück werde ich normalerweise, also in der Vergangenheit, von Scavsets erschossen. Siehst du, da ist er schon. Der wollte. Der hat mich gerochen. Der wusste Bescheid. Ich habe die letzte Runde 4 Stück. Wo läufst du denn? Wie die anderen? Streets und Interchange, oder? Oh, Sniper Scape ist noch da. Ja, ja, bleib locker. Oh, ne. Okay, machen wir von einer anderen Position aus. Und der Ist das ein Spieler-Scape oder ein normaler Scape? Irgendwas war da. Oder es ist ein Soundbug. Aber ich bin der Meinung, könnte ja noch ein Spieler da sein. Man weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, der sitzt hier gleich rechts. Oder auch nicht. Was habe ich denn da gehört?
So, ich muss ein bisschen Zeit gut machen. Ach, warte mal, Strom an? Glaub nicht, ne? Nein. MG ist nicht besetzt. War kurz AFK, hab ich was verpasst? Nö, nur dass ich dachte, ich hätte da vielleicht noch einen Spieler oder einen Spieler-Scav. Aber dem war wohl nicht so. Hier war keiner. Ist der... Irgendwie sind alle... Alle Dinger leer. Also beziehungsweise nichts gelootet, großartig. Aber am Anfang war kaum was zu hören. Ich war doch jetzt nicht nur mit 4 Spielern auf der Map, oder was? Ich und meine Augen, ne? Ledex. So, aber die Drawer können wir mal mitnehmen. Vielleicht finden wir hier noch welche. Bolts. ZP014. Egal, das ist auf ein bisschen mehr wert als das andere Ding da. Power. Ich weiß gar nicht, war der wichtig, der Power-Schild? Ach, scheiß drauf, ich bin kacke mit. Haben tue ich ihn anscheinend schon, aber ich weiß gerade nicht, wo die in den Preisen liegen. Ich will eigentlich nur einen USB-Stick gerade haben. Aber alles, was ich durchsucht habe heute hier, nicht ein USB-Stick. Warum 308? Okay, kein USB-Stick für mich. Ich kann auch gucken, ob wir hier vielleicht noch einen Stim finden oder so. Das ist ein CMS. Nein. Hier ist auch nichts Schönes. Nix. Kalop, ne. Gut. Unten habe ich noch eine Jacke, oder? Ach, come on, Alter. Schlüssel. Nö. Okay, das war's. Expedition hat ein Ende. Schokolade. Ja, wir hätten hinten die Drawer mitnehmen sollen. Ich hätte mich da nicht mehr so auffassen sollen. Aber was willst du machen, wenn so viele Spieler auftauchen, oder?
Ich kann auch nicht sagen, ja, ich lasse sie jetzt ziehen, weil ich eigentlich Drawer looten möchte. Ist auch Quatsch. Vier Spieler. Den einen habe ich nicht mehr gelootet. Der war mitten auf der Straße und sah aus wie einer der Setup-Quest. So sah der aus. Und dementsprechend, den kann er seinen Kram dabei halten. Ja, Bootface, Only Flames und Harry28 und Unbekannter, vielen lieben Dank für euren Loot. Better luck next time. Doof gelaufen. Aber trotzdem, Dankeschön.